Ja, und jetzt, geehrte Damen und Herren, möchte ich zum Vortrag Herrn Dr. Jan Hassel einladen. Ist er online? Ist er vorbereitet? Ja, bitte. Ja, ich sehe es, ja, danke. Können Sie mich hören? Ich höre Sie. Herr Dr. Hassel ist der wissenschaftliche Mitarbeiter des Prager Archäologischen Instituts zu Prag und beschäftigt sich mit der Archäologie des frühen Mittelalters, also frühen im mitteleuropäischen Sinne. Das bedeutet, sagen wir, vom 9. bis zum 12. Jahrhundert. Beschäftigt sich mit dem Thema der deutsch-tschechischen Beziehungen und ja auch mit der historischen Regionalistik. Und für das heutige Sitzung hat das Thema Überlegungen von dem archäologischen Bild der Christianisierung Böhmens vorbereitet. Bitte, Herr Doktor, Sie können beginnen. Also, danke schön für das Wort. Ich hoffe, es ist mein Bildschirm jetzt zu sehen. Ist es so? Ja. Und läuft die Präsentation? Ja? Ja. Bitte. Wunderbar, danke schön. Also, ich grüße alle Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bamberg. Leider kann ich wegen der Quarantänepflicht in Böhmen nicht persönlich nach Prag kommen. Und ich möchte natürlich auch den Organisatoren herzlich bedanken für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und auch für die ganze Organisation, die offensichtlich nicht einfach war, aber es ist eine super Leistung. Und zwar fast mit einem ganz kleinen Fehler, und zwar mit einem falschen Buchstab in Anschrift meines Beitrages. Wozu will ich mich natürlich entschuldigen. Am Anfang meines Beitrages wollte ich also zwei Inspirationsquellen erwähnen oder zwei inspirierende Persönlichkeiten erwähnen. Und zwar Zdeněk Vašček und dann eine Gemälde von Bohumír Komínek. Vašček sowie Komínek sind sehr interessante Persönlichkeiten der tschechischen oder tschechoslowakischen Geschichte 20. Jahrhunderts. Beiden sind eigentlich Autodidakte, beide verwundet auch, dass sie Dissidenten waren. Von Zdeněk Vašček war für mich eine riesige Inspiration ein ganz kleines, leider ein bisschen vergessenes Büchlein, das ursprünglich in Paris erschien und erst relativ spät in Prag 2002 mit einer Titel Archäologie, Geschichte und Vergangenheit, wo Vašček als ein Philosoph der Geschichte bzw. Theoretiker der Archäologie sehr perfekt, meiner Meinung nach, charakterisierte die Äußerungsweise von diesen beiden historischen Disziplinen. Also nach Zdeněk Vašček äußert sich die Geschichte durch eine Erzählung, erzählt kausal und das heißt diachronisch. Dagegen die Archäologie malt eigentlich die Bilder, die synchron die Strukturen zeigen. Als ich diese Gemälde von Bohumír Komínek zum ersten Mal gesehen hatte, vermutete ich, dass es ist nie eben eine Illustration zu dem Werk von Zdeněk Vašček. Es ist nicht wahr, die Gemälde ist viel älter als das Buch von Zdeněk Vašček. Ich kann auch nicht die Kontakte zwischen beiden Männern nicht. Aber die Zeichnung ist wirklich fabelhaft. Wir sehen hier in einem Augenblick die großen Ereignisse, dramatische Ereignisse, auch kleine dramatische Ereignisse, ein Martyrium vielleicht, Menschenbeziehungen. Dann sehen wir hier aber bedeutende Bauten und letztendlich auch Symbolen. Und was ist ja perfekt auf diesem Bild? Wir sehen hier rechts unten auch zwei Figuren, die diesen Bild besichtigen. Also bei einem
Bildanschauung ist natürlich eine Selbstreflexion eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Gestatten Sie mir jetzt eine persönliche Bemerkung. Ich wollte nur erwähnen, dass von der Persönlichkeiten, die mich persönlich in Archäologie sehr stark beeinflussten, also Jan Klapschke und Martin Kuna, dass beide diese Archäologen Verwandten von bedeutenden Maler sind. Ich glaube, es ist kein Zufall. Wenn wir an dem üblichen Bild der Christianisierung Böhmens anschauen, beziehungsweise wenn wir es versuchen, den Christianisierungsdiskurses in der böhmischen Medievistik Abgrenzung zu versuchen, können wir hier von Zeitgenerationen gewisse Akzente sehen. Es ist vor allem der Verbindung der Christianisierung an der Staatsbildung betont. Und das heißt, es ist sehr stark an dem historischen Narrativ orientiert. Und das heißt, es ist vor allem an die Zentralorten, also in Mähren an die großmährische Zentralorte im Süden, in Böhmen dann natürlich an Prag und Mittelböhmen orientiert. Und natürlich die historische Erzählung macht auch einen zeitlichen Rahmen für die Forschung. Also wir fangen an entweder von der Taufe 845 oder ab der Bozsivojs-Taufe. Und wir müssen natürlich zur Zeit der Prager Bistumsgründung enden. Es wurde hier schon erwähnt, dass noch Cosmas wusste, dass es gab in seiner Zeit in Böhmen fast heidnische Brauche und fast heidnische oder pagane Populationen. Wir wissen aus der Erzählung, aus dem Leben des heiligen Adalberts, dem zweiten Prager Bischof, dass noch zu seiner Zeit war es überhaupt nicht problemlos in der tschechischen Gesellschaft. Doch ein mittelalterlicher Literat konnte kaum über einem Land, wo schon ein Bischofssitz ist, auf weiteren und im Gesamten aus über einem heidnischen Region sprechen. Und das heißt, dass der große Teil der Geschichte von Christianisierung, oder wir können über Evangelisierung sprechen, oder vielleicht über der Katechese der breiten Sozialschichten sprechen. Also das alles bleibt ein bisschen gemeinsam mit den regionalen Entwicklungen im Schatten. Und ich wollte jetzt diesen Bild eben um die Regionen bereichen. Und ich werde mich natürlich konzentrieren an meinen Forschungsbereich, das heißt vor allem an das Gebiet des böhmisch-bayerischen Grenzlandes. Und das bedeutet heute vor allem, ich werde mich an West- und nach Südböhmen konzentrieren. Ich kann nirgendwo anders anfangen als in meinem lieben Egerlande, also das heißt im Becken ganz im Westen der heutigen Tschechischen Republik. Und dieses Region zeigt in der frühmittelalterlichen Materialität sehr deutliche Unterschiede zu dem Rest von dem Böhmen und von der Tschechischen Republik sogar. Und dieses Unterschied in der Materialität hängt sehr eng zusammen mit dem Bestattungsritus und natürlich dadurch auch mit der geistlichen Vorstellungen von Bewohnern des Egerlandes. Eben hier im Egerlande haben wir die überhaupt älteste Skelettgräben in Böhmen, die zu dem archäologischen Bild Böhmens gar nicht passen, aber sie gehören zu dem Horizont Krachenhausen-Gruppe, die in Nordostbayern durch Ralf Pöllert definiert wurde. Es handelt sich um eine Übergangsphase von der merowingerzeitlichen Reihengräbe zu den karolinisch-ottonischen Reihengräbe für die hier im Region von Oberpfalz und von Oberfranken. Und hier kennen wir zum Beispiel eine
Grabausstattung aus Honnersdorf, Jindřichov, Siegen, wo haben wir eine relativ gut erhaltete Langsachsklinge mit entsprechenden Scheidebeschlägen, die, wie das Röntgenaufnahme zeigt, die Röntgenaufnahme zeigt, ist sehr prächtig verziert durch Kontrastnietung und Tauschierung. Also dieses Objekt ist relativ gut datierbar, schon in der Wende des 7. zu 8. Jahrhundert beziehungsweise im ersten Drittel des 8. Jahrhunderts. Der Fund aus Honnersdorf, aus Jindřichov, ist in Niederlanden nicht vereinzelt. Wir haben dort aus einem komischen archäologischen Kontext, es sind Objekte, die durch die Wasser ausgewischt sind, auf einem Staudamm am Eger in Zetnow, Zettendorf. Hier haben wir zwei Lesefunde, also ein keramisches Gefäß, das im Kontext der fränkischen Keramik 7. Jahrhunderts passt, und ein Schläfenring von einem westlichen Typ mit einem Gegenhaken unter der Schleife, also ein im Ganzen erhaltenes Gefäß und ein Frauenschmuck, also typische Objekte für die Grabsausstattungen. Also auch hier können wir daran denken, dass hier gab es ein Bestattungsort des späten 7., 8., vielleicht 9. Jahrhunderts. Die Tradition von diesen westlichen Schläfenringen geht in Niederlande viel weiter, ins 9., vielleicht ins 10. Jahrhundert, wie hier die Kollektionen aus Trebendorf und Oberloma zeigen. Auch die Wende zur Kirchenfriedhofe kommt in Niederlande relativ sehr früh, wahrscheinlich schon im 10. Jahrhundert. Wir sehen jetzt ein historisches Foto aus der Ausgrabung 1911 vor der Burgkapelle in Eger. Die Rettungsgrabungen vor allem durch den ganzen 20. Jahrhundert haben dann die Fläche des Gräbefeldes festgestellt. Es ist im Westen durch einen Graben begrenzt und es deckt praktisch die ganze Ostteil der Bergsporn. Hier können wir die Beispiele der Grabbeigaben beobachten. Also die sind schon absolut reduziert, nur auf die Bestandteile des Frauentrachtes mit einer Ausnahme. Und das ist der sogenannte Fürstengrab aus Eger. Dieses Grab hat eine sehr spezifische Lage im Rahmen des Friedhofes. Es liegt nämlich in bzw. unter, das ist leider nicht klar, die zeitliche Folge der ältesten Kirchenbau in Eger und ist orientiert an eine Reihe von Grabstelen oder Grabplatten, Grabsteinen. Die gibt es hier auch andere im Rahmen des Gräbefeldes. Aber nur die hier in dieser Reihe sind mit einem geritzten Kreuz verziert. Ja, und am Ende dieser Reihe, in der Nähe des Altarsorts, wurde ein Grab eines alten, starken Mannes gefunden. Und sein Sozialstatus wurde im Rahmen des ganzen Bestattungsortes ganz vereinzelt durch ein Messer untergestrichen und durch eine Eisensporn, eine prächtige Eisensporn mit Tauschierungsverzierung und mit einem langen Stimulus. Der Ausgräber dieses Grabes, Pavel Šebesta, hatte mit einer Theorie gekommen, dass eben dieser Mann könnte einer der Täuflingen aus dem Jahre 845 sein. In dieser Zeiteinordnung bin ich skeptisch. Ich glaube, es wäre eine zu frühe Datierung mit dem Rücksicht an den Typus von der Sporn und auch an die mögliche Anwesenheit einer Kirche auf der Egerburg in Mitte des 9. Jahrhunderts. Trotzdem hat diese Theorie einen bedeutenden Kern.
Und zwar, dass diese Bestattung übernimmt den Brauch, den schon damals bei den Eliten im Reich üblich war, also eine Bestattung bei einer Kirche oder vielleicht in einer Memorialkapelle. Der geografisch nächste Beispiel befindet sich auf dem Burg Sulzbach in Oberpfalz, wo im Mitte des 9. oder nach der Mitte des 9. Jahrhunderts ein bedeutender Mann bestattet war, dem der Matthias Hensch mit dem Dux Ernustus identifiziert hatte. Letztendlich wurde dieses Grab noch in Mitte des 12. Jahrhunderts durch einen neuen Bau, eine Memoria, wieder verehrt. Also jedenfalls ist die Bestattung des bedeutsamen Mannes am Egerer Burg ja sehr progressiv, so progressiv wie die Bestattungen von ersten Trivisliden. Wir können hier neben dem Memoria zwischen dem zweiten und vierten Burghof auf Prager Burg natürlich die ursprüngliche Form von dem heiligen Ludmilas Grab in erinnern. Es gibt natürlich auch mehrere Versuche, die Täuflingsgräber aus dem Jahre 845 zu identifizieren. Vor allem geht es hier um den berühmten Kammergrab aus Kolin. Man muss aber sagen, dass die Form von diesem Grab, also ein Kammergrab mit reichen Ausstattung oder ein anderes Grab von diesem Horizont aus Jelenki, das war ein Hügelgrab in Nordwestböhmen, dass die sind gar nicht progressive und es ist für mich eine offene Frage, kann ich es nicht beantworten. Wo liegen die Vorbilder für diese Bestattungen? Wir sollen nicht vergessen, dass zum Beispiel in Jelenki zwar angeblich auch ein Goldbratkreuz gefunden, also etwas, was damals schon 100 Jahre nicht mehr in Europa praktiziert wurde. Was aber zeigt eine Progressivität der tschechischen Eliten auf der Wende des 9. zum 10. Jahrhunderts. Das sind die Funde aus dem Horizont im sogenannten Prager Werkstatt in Bayern. Als Prager Werkstatt bezeichnet man eine späte Entwicklung des Kunsthandwerkes, des großmürrischen Tradition, die wahrscheinlich in Böhmen adaptiert wurde und führte zu einem gut erkennbaren Stil, der sehr oft mit den zoomorphischen Motivik arbeitet. Hier im Linken sehen wir den relativ berühmten Fundkomplex aus Matzhausen, der aber relativ problematisch ist. Ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Wir haben es in den letzten Jahren gemeinsam mit Esther und Welter analysiert und die Geschichte von diesen Artefakten nicht nur im 9. oder 10. Jahrhundert, aber auch im 20. Jahrhundert sehr bunt sind. Was ich noch wesentlicher, das ist dieser Ohrringpaar aus dem Friedhof beim Regensburg Niedermünster, also aus einem fabelhaften Milieu, aus einem direkten Kontext von den Ludolfinger Dynastien. Und laut der meiner Meinung nach sehr wahrscheinlichen Theorie der Nadja Profantova wurde durch diese ganz ausnahmsvolle Grabbeigabe in diesem Kontext eine Herkunft einer Frau aus Böhmen demonstriert. Ich wollte nur darauf erinnern, dass es war eben die heilige Ludmila, die hatte enge Kontakte auf dem Klerus in Regensburg. Und hinter diesem Fund von diesem Paar von Ohrringe können wir vielleicht ihren persönlichen
ja, Intervention, dass sie schickte jemanden von ihrer nächsten Umgebung dort zu dieser wesentlichen Metropole und wichtige Kircheninstitution. Die tschechischen Eliten waren natürlich seit dem 9. Jahrhundert ja, in Kontakt mit einer Kirchenorganisation, die in Mitteleuropa damals, also in der Zeitspanne von Mitte 8. bis zur fortgeschrittenen 10. Jahrhundert, repräsentierte eine Diözesenstruktur, die durch den englischen Missionär Heiligen Bonifatius gegründet war. Ich will hier nur sagen, dass es war eigentlich diese Kirchenorganisation, die zur ja, Missionierung von östlichen Teil des Reiches gebaut wurde, die auch einen wesentlichen Einfluss an die Christianisierung der Westslawen hatte. Ja? Denn diese Struktur war sehr prophetisch und es überlebte über 250 Jahre ohne größeren Modifizierungen. Die einzige größere Modifizierung, die aber nach zwei Generationen unerfolgreich blieb, war ein Versuch, die großmährische Kirche zu etablieren. Also, wir können es so nehmen, dass der heilige Bonifatius war nicht nur ein Apostel der Germanen, sondern eigentlich auch der Westslawen. Ja, denn diese Struktur überlebte bis zum ottonischen Zeit. Ja, dann kam natürlich eine zweite Welle der Bistumsgründungen in Mitteleuropa oder Bistums sogar auch Erzdiözesen natürlich. Ich habe aber eine Frage, das sind natürlich die historischen Meilensteine dieser Bistumsgründungen. Die Frage aber steht, inwieweit diese historischen Meilensteine beeinflussten die damalige Realität. So habe ich darüber überlegt, ob es existiert ein ähnliches Phänomen, der vielleicht die heutige Gesellschaft verbindet, wie das Christentum im Mittelalter die damalige Gesellschaft, die ermöglicht uns eine kultivierte Kommunikation, die macht uns eine Limiten, die macht uns eine Vorbilden, die uns im Guten oder Schlimmen eigentlich formiert. Und ich glaube, als ein Referenzmodell für die Christianisierung oder Evangelisierung können wir nämlich die Geschichte des Internets nehmen. Man kann per Google viele Diagrammen finden, die dieses Prozess grafisch darstellen. Alle zeigen eigentlich das Gleiche, aber an alle diese drei Diagrammen ist eigentlich etwas anderes gezeigt. Rechts oben sehen wir die technologischen Meilensteine, die historischen Ereignisse eigentlich. Ja, also etwas wurde gegründet. Ja. Also erste Internetverbindung erfolgte schon in späten 60er Jahren. Dann kam ein PC, dann kam ein Webbrowser, dann kam eine Cloud-Lösung, Mobilgeräte und jetzt sind wir in der Zeitalter von 5G-Anwendungen. Das sind die historischen Meilensteine. Aber aus der Sicht eines Benutzer eigentlich geht es anders. Das zeigt ja die Grafik hier rechts unten. Und die wesentlichen Meilensteine, also die Wendepunkte in der Internetanwendung, die kamen relativ viel später nach diesen historischen Meilensteinen. Und erst gemeinsam mit diesen benutzerfreundlichen Anwendungen steigert hier der Anzahl und auch der Zahl der Internetbenutzer. Also wir sollten uns auch bei dem Christianisierungsprozess an die quasi Benutzeranwendung
orientieren, das heißt nicht nur an die obere Schicht der Kirchenorganisation, sondern auch an die Entstehung der niedrigeren Kirchenorganisation. Im böhmischen Diskurs, und es wurde hier schon auch erwähnt, gilt dafür vor allem ein Modell der Großpfarreien, die mit der Verwaltungszentren verbunden sind. In meinen Forschungsregionen, also in West- und Südböhmen, kennen wir zu dieser Zeit etwa 10 solche Zentren identifizieren. Es sind 7 allgemein anerkannten Verwaltungsburgen und ich rechne dazu noch Eger natürlich. Den rechnet man dazu nicht, dass es damals einfach nicht zu Böhmen gehörte. Dann die sogenannte Tuhosch, das ist vermutlich das Portal in Taschnowice Spitare, auch bei Taus. Und dann auch die Sedlec, die nicht genau archäologisch identifiziert ist. Vielleicht handelt es sich um einen Portal Taschnowice bei Karlsbad. Hier können wir sehen, dass im Rahmen von dieser Struktur wissen Sie eigentlich überraschend viel über die Kirchenbauten. Ja, wir können viele relativ gut datieren. Ein großer Teil davon steht bis heute aus einem Baudenkmal. Wir haben bei 3 davon eine relativ oder 4 davon eine relativ gute archäologische Evidenz. Eigentlich nur bei einem Verwaltungszentrum dieser Zeit in Südböhmen fehlt uns eine Evidenz. Das heißt, wir können sagen, dass wir sind in einer für Archäologie nicht so gewöhnlichen Situation sind. Das heißt, wir sehen eigentlich die ganze Struktur. Hier gibt es aber einen riesigen Unterschied zu der Situation in Zentralböhmen, wo die Dichte von den Burgen mit Kirchen sehr hoch war. Also, und gibt es neue Funde davon, wie zum Beispiel in Prag-Vinoš oder in Kralovice. Also jedes Burg, jedes Verwaltungszentrum, jede Kirche war in Zentralböhmen innerhalb 2-3 Stunden zu Fuß erreichbar. Etwas solches können wir gar nicht in westlichen und südlichen Böhmen erwarten. Auch die Datierung der Kirchen zeigt, dass diese Struktur hatte wahrscheinlich nicht am Anfang entstanden. Also wir können diese Kirchen beim Verwaltungszentrum nur als quasi christliche Hotspots anschauen. Ja, also wenn es zum Beispiel zu dem Burg kam, eine Gruppe, eine Kommunität, die imstande war, also die Cura Animalis zu konsumieren, dann konnte sie hier an diese Hotspots bedient werden. Die Priester an der Burgen hatten natürlich auch andere Aufgaben, strafrechtliche vor allem. Sie konnten quasi auch als ein öffentliches Notariat funktionieren und so weiter und so weiter. Aber für die größere Anzahl der Bevölkerung war dieses Netz, wie wir fast im Ganzen sehr gut kennen, also nicht ausreichend. Ja, Herr Hassel, bitte, die Zeit läuft. Ja. Ja, okay, Zeit. Gut, dann nur ganz kurz nach Oberpfalz. Ich wollte hier über mehrmals erinnerten Siedlungskammer in Cham oder beim Keimmünster unter dem Reichsburg Cham sprechen. Das kann uns als Vorbild von dem zweiten Prinzip der Breitung der Christentum, also quasi von unten, aufgrund der Prinzip der Urpfarreien. Ja, hier sehen wir die vermutete Urkirche im heutigen Kammünster. Im Kammermark gab es dann noch eine andere Kirche direkt am Reichsburg, schon vielleicht aus dem späten 9. Jahrhundert.
Und einen guten archäologischen Fallbeispiel für eine Urpfarrei können wir auch in Oberpfalz finden, auf der Barbaraberg. Wo sehen wir hier einen Friedhof, der zurzeit seiner Benutzung noch mit einer einfachen Kirche ausgestattet war. Etwas Ähnliches können wir natürlich auch in Süd- und Westböhmen beobachten. Hier an der Zeitachse haben wir eigentlich nur eine einzige historische Ereignis, also der Rückkehr von Adalbertus aus Rom nach Pilsen. Und den restlichen Daten, das sind nur die archäologische Feststellungen von neuen Kircheninstitutionen im Lande, im Region Süd- und Westböhmens, die natürlich die Situation sehr viel beeinflussen mussten. Also wir müssen hier mit beiden Prinzipien rechnen, mit dem Großpfarrei-Prinzip sowie mit der Urpfarrei-Prinzip. Letztendlich die erste Urkirche in diesem Gebiet könnte der heilige Jakobus in Taus sein, der vielleicht noch vor dem Jahre 1000 datierbar ist. Also zu Ende, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass die Horizonte des Bildes Christianisierung Böhmens viel breiter sind im räumlichen sowie zeitlichen Sinne. Dass heute im Vordergrund die starken Persönlichkeiten und Schlüsselereignisse stehen. Die heilige Ludmila ist ein gutes Fallbeispiel dazu. Der Bild hat leider eine pragozentrische oder mittelböhmische Komposition. Und im Hintergrund stehen komparative Studien und vor allem die Konzeptualisierung der neuen Daten, die die Rettungsarchäologie bringt. Ja. Die vorherige Zeitachse, die Tabelle, wo ich zeigte, die älteste Kirchen- und Kirchenorganisation in Südwestböhmen, die stehen vor allem an der Rettungsarchäologie, vor allem auf der Grabungen von Martin Cichura bzw. Karel Nováček. Und leider hier fehlt jetzt ein Konzept, wie alle diese Denkmäler, all diese Quellen zusammen zu interpretieren. Am Rande des Bildes Archäologie Christianisierungsböhmens ist eine Collage der Regionen, die aber leider ganz unscharfe Konturen hat. Die Gründen werde ich hier wiederholen. Es ist das Gleiche wie beim Forschung zur Anfänge von Adel und Adelssitzen oder zur Durchforschung von Burgwelle. Es fehlen zum Beispiel die typochronologischen Skalen für Regionen in Keramik oder in Franschung. Und das macht natürlich die Forschung schwierig und kompliziert und leider unscharf. Also ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Hassel, herzlichen Dank. Wir danken Ihnen auch für Ihre umfangreiche Summarisierung der Prozesse, die uns über die Anfänge der Christianisierung in Böhmen und oder sagen wir in Mitteleuropa informieren. Sie wissen, Ihr Gleichnis der Punkte, von denen wie mit dem Internet das Christentum ausgehen könnte, gefällt mir sehr. Aber meinen Sie, ist das wirklich schon die Christianisierung oder ist das, sagen wir, die ersten Schritte der kirchlichen Verwaltung? Kann man es abtrennen? Bitte? Sind diese zwei Ebenen zu abtrennen? Nein. Nur, Sie können selbstverständlich sagen, es ist beides und das ist die einfache Antwort. Ja, also ich werde jetzt als jemand sprechen, der sich zum Beispiel mit der PC-Anwendung in Archäologie beschäftigt. Und letztendlich bei alle unsere Projekten, wie die Amateure zum Beispiel war oder anderen, letztendlich kommen wir dazu, dass es kommt auf den Benutzer. Ja, also alle diese Strukturen, die können sophistiziert gebaut sein, sind zum Nichts, wenn es der Benutzer nicht kommt. Ja, ich glaube, das Gleiche war es eigentlich mit einem
ähnlichen, vielleicht ähnlichen Prozess bei Evangelisierung oder Christianisierung. Ja, schönen Dank. Das ist kluge und diplomatische Antwort. Wenn Sie es sagen, das freut es mich ganz besonders. Ja, bitte, Damen und Herren, weitere Fragen? Auch von außen? Wenn nicht, Herr Hassel, herzlichen Dank nochmals. Bitte, Dankeschön. Und jetzt möchte ich zum Vortrag Herrn Professor Matthias Hart. Ja, bitte. Aha, ja, Entschuldigung. Also Herr Patz hat die Frage. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde fragen über die, was denken Sie über die potenzielle Rolle des Holzkirchen, diese frühe Phase des Christianisierung. Ich glaube, ich wisse, dass diese Holzkirchen sind schwierig in der archäologischen Material vielleicht zu finden und deshalb für die Archäologie problematisch. Aber wir haben eine schriftliche Information darüber, zum Beispiel in der Leben der Otto von Bamberg, also 12. Ja. Jahrhundert. Wir haben eine Information über die Rolle in seiner pomeranischen Mission, dass der Kirche, Holzkirchen waren wirklich und dass Otto selbst diese Holzkirchen in Pomeranien binden. Also natürlich eine Pfarrei oder eine Kirche war vor allem eine geistliche Entität, dann eine rechtliche Entität und erst im zweiten Plan einen materiellen Ausdruck. Ja. Trotzdem ist es natürlich eine wichtige Quelle. Und hier, wie Sie erwähnt hatten, wirklich kommt an die Quellenlage. Ja, also jetzt häufen sich relativ in Westböhmen, denn dort wirklich vor allem Martin Cechura sehr aktiv ist bei der Rettungsgrabungen im Kontext von Kirchen. Also dann wächst die Anzahl von dieser Art von Kirchen, die wahrscheinlich am Anfang von eine große Größe vielleicht bei allen Kirchen stand. Ja. Also etwas Ähnliches gab es hier in Franken in den 70er, 80er Jahren, als hier gab große Grabungen im Interieur der Kirchen, wegen damals zur Zeit der deutschen Wirtschaftsmirakel. Kam dazu, dass es wurden hier die Bodenheizungen installiert in die Kirchen wurden. Ja. Und damals zum Beispiel hier in Regnitz und meiner Region wurde, weiß ich nicht viel, 7 oder 8 Holzkirche gefunden, die natürlich den Blick an die Anfänge von Kirchen im Lande geändert haben. Ja. Aber hier liegt es wirklich sehr deutlich an der Quellenlage, die nicht eingeebnet ist im Durchschnitt. Vielen Dank. Danke, ja. Auf jeden Fall die Holzkirchen oder die Ecclesiae Lignae, das ist ein Phänomenon, das nicht nur die Christianisierung in Böhmen, aber auch die Kirche schon im späten Mittelalter bis eigentlich in die Neuzeit begleitet. Ja. Mit verschiedenen Akzenten, selbstverständlich. Ja. Ja, also bitte noch etwas, noch andere Frage. Dankeschön.